Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 3, zu dem Szenario Arena. Und ich bin hier wieder nicht alleine, sondern ich bin im Team, einmal mit General Pilofas, grüß dich. Hallihallo. Und er ist im Team mit mir. Mit dem Unnahbaren, genau, grüß dich. Ja, nee, wisst ihr Bescheid. Und was haben wir denn hier für ein Matchup? Also ich spiele die Briten, der Unnahbare die Osmanen und Pilo die Portugiesen gegen Deutsche, Briten und Franzosen. Genau, richtig. Und der Plan ist so ein bisschen, dass ich Bronzerwitzen baue, dann Gaius natürlich Muskeltiere und Pilo dann später Dragoner beisteuern wird. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir jetzt die ersten paar Runden wohl, also das Spiel ist rundenbasiert an der Stelle nochmal dazu gesagt, wohl aus der Hand geben werden, weil man im zweiten Zeitalter startet, da alleinliegenderweise keiner Dragoner ausbilden kann und dementsprechend ja, wir eine Zeit lang 2 gegen 3 kämpfen werden, je nachdem, was die beiden oder die drei Gegner so bauen. Aber ja, schauen wir mal. Magst du auch noch auf Go stellen? Ja. Nee. Perfekt. Pilo hat heute keine Lust. Der möchte heute einfach in der Lobby sitzen und. Nee, ich musste mir noch mein Baguette mit Frischkäse schmieren, sorry. Mm. Ja, Junge, iss uns halt was vor. Ich wollte auch gerade sagen, du machst uns sehr neidisch. Ja, ich darf ja nicht mitspielen in den ersten Runden. Ja, du und deswegen musst du uns jetzt die Ohren voll stöhnen mit deinem Baguette. Du kannst jetzt richtig gut mit deinem Speer Micron, Pilo. Du zeigst uns jetzt, wie man mit einem Speer die ganze feindliche Armee fertig macht. Okay. Das seht ihr jetzt nämlich gleich, liebe Zuschauer, dass wir am Anfang alle einen Speer haben und dann eben die ersten Einheiten ausbilden können. Man bekommt jede Runde immer mehr Gold und so, und ich baue wie gesagt Musketiere. Heide Bakalum. Mit denen kann ich, denke ich, auch noch am besten Micron, einfach weil ich am häufigsten die Briten spiele. Es gibt ja auch schöne Upgrades für Musketiere, die man auch kennt. Ja, gucken wir mal, wie das läuft hier. Also, wir müssen halt auch so ein bisschen schauen, was der Deutsche und der Franzose bauen. Also, ob die jetzt überhaupt auf Infanterie oder auf Kavallerie oder was auch immer gehen. Abhängig davon ist es nämlich unter Umständen auch notwendig, dass Pilo seinen Plan nochmal ändert. Das Schöne ist also, wenn man die erste Runde halt sozusagen entspannt aus der Hand gibt, wenn man da schon so von vornherein keine Ambitionen hat, die gewinnen zu wollen, dann kann man ja so ein bisschen besser auf das reagieren, was der Gegner einem präsentiert halt in der zweiten und in der dritten Runde. Dafür hat man natürlich aber dann auch schon einen Rückstand. Ist halt die Frage, ob das dann sozusagen in der langfristigen Strategie sinnvoll ist oder nicht. Ja, das ist wahr. Gucken wir mal, da kommt ein Speer. Das ist ein Doppelsöldner. Und, okay. Oh, ein Kavallerist. Kavallerie, Kavallera. Der Kavallerist ist dein Bier. Ja, der Doppelsöldner ist deins, bitte. Ja, ich schieße da ja drauf, aber es ist halt auch nur ein Bronzehaubitzen-Heini, der macht halt auch einfach nicht so den Hammerschaden. Ja, das ist. Ja, gut. Aber wir haben auf jeden Fall, also wir haben einmal Kaff, wir haben einmal Nahkampfinfanterie und einmal Fernkampfinfanterie. Ich behaupte einfach jetzt mal aus dem Bauch heraus, dass die Doppelsöldner nur eine Übergangslösung sind, bis er Plänkler bauen kann. Aber. Das glaube ich auch. Also ich denke auch, bis jetzt ist unser Matchup noch, was wir uns ausgedacht haben, noch ganz gut, oder? Würde es jetzt nicht von vornherein irgendwie aus der Hand geben, deswegen. Genau. Nee. Also zumindest lohnt es sich jetzt nicht, wenn ich was anderes baue. Ne? Also nee, richtig. Also 3 Runden Füße stillhalten und dann. Genau, ich versuche mich auf die Kavallerie zu fokussieren. Die Doppelsöldner machen natürlich ärgerlich. Die Orgelkanonen kosten nur 400, wenn natürlich eigentlich im dritten auch nicht so eher war. Ja, gegen die Kavallerie ist es aber trotzdem. Ja, ja, wenn die Kraft bringen, also. Das sehen wir ja jetzt dann nicht. Ja, also er hat ja aber schon wenn einen der wirklich Orgel, gebaut. Wenn er wirklich für Söldner bauen sollte, dann. Naja, also einer baut Kaff. Das haben wir ja eben schon gesehen. Da war ja schon ein Husar rumspringen. Ja, er baut tatsächlich nur Doppelsöldner. Lustig. Oh ja, auch noch nicht gesehen. Lass uns nicht aufteilen. Also guck, dass du bei mir bleibst. Da wartet nämlich die Kaff nur drauf. Ja, aber schau mal, die haben so viele Truppen. Ja, mir ist schon klar, dass wir das nicht gewinnen werden. Ich will nur möglichst ein ehrwürdiges Schauspiel hier bieten, weißt du? Ein ehrwürdiges Schauspiel. Das ist eher eine bittere Niederlage. Unsere zwei Speer haben ja auch Spaß, schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein. Also ich hoffe wirklich, dass die Dragoner das wieder rausreißen. Gut, ich kann jetzt meine eine. So, ich schicke mir nicht die frühen Dragoner, ne?
Nein, du lässt jetzt noch eine Runde Maltretation. Ach Gott, ey. Ich erfinde schon wieder Wörter. Dich fertig machen, ja. Eine Runde Hosen voll von Gaius und mir über dich ergehen und dann in der nächsten Runde kannst du sie sowieso bauen. Ja, ja, mach mal. Ja, ja. Ja, das ist eine riskante Taktik auf jeden Fall. Kannst dir schon mal die verbesserten Dragoner schicken lassen von der Heimatstadtladung, wenn du magst. Nee, ich bin ja noch nicht im dritten. Ach stimmt, ja klar. Ja, richtig, das geht ja noch nicht. Ne? Oh Gott, diese Armee. Spannende Armee, finde ich vor allem. Ja, ich finde die nicht so effektiv gegen das, was wir vorhaben. Auch aber nicht. Der kann die upgraden, allerdings wahrscheinlich als Franzose. Ja, er kann die zu Flankern machen. Ja. Das schon, aber... Macht mal die Doppelsöldner als erstes immer weg, das glaube ich am sinnvollsten. Ja, aber schon beim Plan so ein bisschen, ja. Ja, jetzt wird er gleich hier engagen. Geh mal in den Nahkampf, wenn es ja irgendwie geht. Ich hab nichts mehr, mit dem ich in den Nahkampf gehen kann, ne? Das ist natürlich jetzt doof. Aber ist das Problem, wenn ich mich zurückhalte, ne, um die Musketiere aufzuheben, bis er mit der Kaff in den Nahkampf geht, in der Zeit macht der Feind dich fertig. Nein, aber es ist ja, kein Thema. Also in der nächsten Runde haben wir ja dann von Pilo, also das hätten wir ja jetzt fast schon gewonnen, ne? Also wenn Pilo jetzt noch dazukommt, ja, eigentlich easy. Schon, ja, du hast schon recht, ja. Easy going, mein das Lieber. Das heißt einmal Upgrades für die Musketiere und neue Musketiere ausgebildet, so muss das sein. Genau, und von Pilo kommen da jetzt ein paar... Ein paar Dragoner. Ja, 8 Stück mit Upgrade. Perfekt. Und Kavallerie, Karakol natürlich auch. Ausgezeichnet. Genau, wollte gerade sagen, dass die Karakol... Was ist das eigentlich? Das ist der Sattelknauf vorne dran, oder? Ich hab's mir nie so genau angeschaut. Sah für mich immer aus wie so eine Pistole. Ja, ich hab gedacht, das ist vielleicht vorne der Sattelknauf, weil man, also wenn man sich da dran festhält irgendwie, dann kann man besser schießen und deswegen hat man höhere Reichweite, ich weiß es nicht. Gehen wir mal ehrlich. Wäre eigentlich logisch, ja. Ja. Doch, wir sollten als erstes rausballern und... Klar. Ja. Ja, und jetzt warten wir darauf, dass die Kaff sich blicken lässt und bis dahin kann die ganz entspannt hier. Gleich noch Naja, hofft halt so ein bisschen, dass Pilo seine Dinge verliert. Okay, da kommen sie jetzt. Andere Seite, Pilo, hast du gesehen? Ja, ja, klar. Hast du gesehen? Hab ich gesehen. Nice. Unterwegs, Meister. Das ist gut. Sehr schön. Ja, ich erledige dieses Mal die Fall auch schon ganz gut. Na, komm. Jawohl. Ich fühle, wir haben leichten Vorteil jetzt. Ich hoffe wirklich, ja. Der Vorteil zieht sich jetzt durch. So, jetzt könnte ich einfach zum Spaß eine Orgelkanone zwischenschieben. Och. Wobei, ich meine, sie haben halt. Sie haben halt keine schnellen Einheiten außer der Kraft und die Kraft solltest du gekontert kriegen. Ja. Ach komm, bau einer, mein Gott. Ja, mein Gott. Auch. Du musst es halt microen können, böse. Dass du sie beschützen kannst. Also du musst jetzt ja, so nur stell's einfach zu meinen Bronzehaubitzen hin und dann passt das. Genau. Ja, ja, das wird schon. Deine das vermisse ich leider, also das gibt. Das geht bei StarCraft, das geht hier leider nicht, dass man den Verbündeten Einheiten schenken kann. Weil, also ich habe ja sowieso nur Artillerie, das heißt, es wäre fast ein bisschen angenehmer, wenn ich die Orgelkanone macroen kann. Ah, da kommen die Doppelsöldner. Der hat jetzt mittlerweile auch das Speed-Upgrade auf den drauf, das merkt man sehr deutlich. Ja, ich bleib mal hier stehen, weil sonst die... Achso, nee, die Orgelkanone ist schon down, ne? Ja. Ja. Das ist schon ausgefokust worden. Nö, geht. Also wir haben ja doch deutlich Schüsse bekommen. Guckst du, dass du die Kraft... Hatte ich so vor. Ja. Parkst, er sollte ja nur reinlaufen. Ja. Boah, die sterben halt so krass, diese Dragoner, die Kavalleristen. Das ist böse. Ja, 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 ja. Also ich finde die gar nicht so schlimm, die Orgelkanone gerade. Vor allem, weil ich dadurch auch noch meinen Team-Lebenspunkte Artillerie-Karte benutzen kann. Ich habe jetzt auch die nächste Schiffsladung hier. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, weil, also, ich glaube, die gilt nämlich dann auch nochmal für mich, wenn ich mich nicht täusche. Das wäre natürlich richtig gut. Ja, ich bin gerade gar nicht mal so unzufrieden. Ja, läuft ganz gut hier in dieser Arena. Aber die Runde müssen wir ja jetzt auch holen. Also genau, wir müssen 7 Runden gewinnen. Liebe Zuschauer.
Imena so. Kommandament! Ja, auf was wartet ihr auf was? Ich will immer nicht alleine vorlaufen. Sehe ich sogar. Oh! Oh! Ja, jetzt sind halt die Blänker da, gucken wir mal. Dann bringen wir deine Augekanone in Stellung. Ja, ich feuer auf die Doppelsöldner mit der Augekanone. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann machen die Bronzehobbitzen übrigens laut Statistik Nahkampfschaden. Das ist ein bisschen lustig, weil deswegen sind sie gut gegen Kanonen, weil Kanonen unfassbar viel Abblock gegen Fernangriffe haben, aber nicht gegen Nahkampf. Pass auf, du bringst deine Dragoner da um, die brauchen wir noch gegen die Kraft. Lass die Dingens mal meine Sorge sein, wenn es irgendwie geht. Ja, ja, da hast du recht. Das ist eigentlich auch schon ein bisschen so gut es geht. Jawohl, ich glaube, es ist down. Das heißt, jetzt nutzen die Plänkler deine Sorge, ne? Gute Arbeit dran. Das ist jetzt eine knappe Kiste. Nee. Das ist jetzt echt eine knappe Kiste. Das werden wir gewinnen, behaupte ich. Du kannst mit deinen Dragonern tendenziell in den Nahkampf gehen. Das wirkt zwar im ersten Moment ein bisschen schwachsinnig, aber damit nimmst du ihn halt. War schon recht. Aber wir haben schon gewonnen, die Runde. Sehr gut. Sehr schön. Ja, Abus Gun ist einfach richtig stark. Perfekt. Also, es steht 3-3. Also ich wage es überhaupt, man sollte eigentlich ein Spiel ohne Abus-Guns spielen. Ich bin jetzt am überlegen, lohnt sich wieder ein Arsenal-Upgrade oder soll ich es lieber weglassen? Also die 15% Angriffsstärke für Schießpulvereinheiten sind schon irgendwie, vor allem ist das ja alle Aktionen Schaden, das heißt, also, das sollte theoretisch auch den Nahkampf betreffen. Wie heißt denn das? Das wäre denn die Papierpatrone. Okay, dann hole ich sie mir vielleicht beim nächsten Mal. Der große Vorteil von den Bronze-Haubitzen gegenüber Plänklern ist lustigerweise, dass die Plänkler, glaube ich, Minusschaden gegen Artillerie machen. Pilo nicht so weit vor, ja. Schon klar, es ist zum Teasen. Beziehungsweise nee, machen keinen Minusschaden gegen Artillerie, aber sie haben halt auch keinen Bonus gegen Artillerie. Ja, die haben hier natürlich eine Verteidigung. Da haben halt 20 Angriff pro Schuss, das ist halt. Ja, die kämpfen sich jetzt halt so ein, dass sie, also hoffen, dass sie damit einfach. Kannst eventuell mal mit einem Dragoner da auf das Ding rauflaufen. Nicht mit allen, aber zumindest mit einem. Dass sie nicht durch Einnahme gewinnen. Vorsicht, auf der anderen Seite kommt jetzt die Kraft. Ja. Ja, jetzt wollen sie die Orgelkanone snacken, aber lustigerweise, die hat sich tatsächlich in dem Spiel echt mal ausgezahlt. Der Reichweitenvorteil durch die Orgelkanone, der ist echt nicht schlecht. Aber haben wir den Kampf easy gewonnen. Ja, würde ich auch sagen. Sehr schön. Jawohl. Kampf ist down. Plankers sind jetzt auch down. Sehr schön. Ja, super. Dann hole ich mir jetzt noch dieses Arsenal-Upgrade. Wobei, gibt es schon bald neue nächstes Zeitalter oder dauert das noch ein bisschen? Frage beantwortet? Ja. Dann hole ich mir lieber. Nee, ach so, da fehlt mir noch Gold. Boah, die Chinets sind ja mal super. Ja, soll ich jetzt sparen? Oder? Ja, wäre ich Fan von. Die Chinets sind halt einfach doch nochmal deutlich stärker. Ich baue mal einen Dragoner. Weißt du, wie viel Gold man in der nächsten Runde bekommt? Nee, nicht auswendig, sorry. Shit. Aber ich brauche 1000 Gold dafür. Also, das werde ich jetzt. Ich habe einen Dragoner gebaut, ne? Dann kann wie viel ich hast du jetzt noch auf Tasche? 520. Ja, ist glaube ich die richtige Entscheidung gewesen, keinen mehr zu bauen. Ich weiß nicht, ob du mehr als 600 kriegst. Ja, eben, ich wollte auch kein Risiko eingehen. Okay, gut, dann. Also, ich habe zumindest schon mal meine Wachbronze-Haubitzen, auch das nicht schlecht. Ja, ich habe meine leider jetzt eben noch nicht. Ja, aber ist auch okay. Aber sie haben die besseren Plänkler. Ja, das ist leider wahr. Ja, wie gesagt, lass uns erstmal gucken, dass wir also nicht mit den Plänklern prügeln, sondern einfach erstmal die Doppelsöldner da rausballern. Ich bin übrigens von der Doppelsöldner-Taktik immer noch nicht so ganz überzeugt. Ich auch nicht, vor allem weil wir halt die Orgeln haben, sind die jetzt richtig nutzlos. So, sie wollen über die linke Flanke hier gleich kommen, aber die habe ich auf jeden Fall im Blick, wenn sie mit den Husaren kommen. Ist jetzt einer raus? Bitte sag mir nicht, dass er jetzt einer rausfliegt. Ja, hoffentlich nicht, weil das läuft gerade so gut, dieses Match. Das wäre jetzt richtig ärgerlich. Du bist noch da, Pilo? Ich bin da, ja. Ja, wir sind alle noch da, oder? Ja.
Dann scheint es wohl einer der Gegner zu sein, der keine Lust mehr hatte. Engel! Nein! Engel! Was soll das? So ein gutes Matchup hier. Frechheit. Das würden wir doch jetzt locker gewinnen. Können wir als Aufgabe werten, finde ich. Ja, finde ich auch. Hat wahrscheinlich das Internet einfach gekappt. Letzte genau, um keine, so um keinen Rang zu verlieren in einem Spiel, das nicht gerankt ist. Genau, den geheimen Rang nicht zu verlieren. So ist es. Er ist ganz raus, meint er. Sehr ärgerlich. Ach, Mist. Abgekackt, ja, ärgerlich. Aber liebe Zuschauer, trotzdem, ihr habt gemerkt, das lief jetzt deutlich besser. Das war doch schon mal ein echt schönes Matchup bisher. Schade, dass wir es jetzt nicht bis zum Ende spielen konnten, aber ich meine schon jetzt mit dieser Konstellation, die wir hatten, hätten wir es bis zum Ende auch auf jeden Fall gewonnen, oder was meint ihr? Ich war, bin auf jeden Fall sehr optimistisch, ja. Also vor allem mit dem Jeanette-Upgrade dann, also ja, ja doch. Ich hätte beim nächsten Mal oder spätestens beim übernächsten Mal auch nochmal das Upgrade für die Musketiere gehabt. Ja. Aber die Plankler können wir jetzt fertig machen. Nee, können wir nicht, die haben aufgegeben. Aber die Einheit ist nicht. Momentan jetzt eigentlich nur noch so ein Schießstand hier. Ja, da kann man doch mal richtig nah rangehen, liebe Zuschauer. Das sehen wir live, wie hier Plankler, die nichts tun, einfach erschossen werden. Gleiches gilt für Husaren, die auch keinen Bus mehr haben. Und vor allem eine ganze Menge an Husaren, die sie da hatten. Bande ist so ein bisschen. Ja. Also ich bin mit unserer Kombination übrigens ganz zufrieden, Jungs. Ja. Also ich muss sagen. Ich finde die eigentlich auch ganz gut, also weil ich fühle mich, glaube ich, auch mit den Musketieren einfach am sichersten im Micron. Ja, und die Kombination aus Musketieren und Bronzehaubitzen ist halt auch einfach echt mächtig, also ja, das ist halt auch schon einfach ziemlich, ziemlich übel. Das denke ich auch. Oh, ja, das war der Speer, der noch übrig war. Ja, dann haben wir es ja gewonnen, wunderbar. Genau, können wir jetzt hier eigentlich. Jetzt müssen wir aufgeben, oder? Um nochmal die Statistik sehen zu können. Ja. Hallo? Schauen wir doch nochmal in die Statistik. Die ist jetzt natürlich ein bisschen irreführend, logischerweise, aber. Wir haben das Ganze gewonnen. Halten wir das fest. Ja. Und die meisten Kills hast du auch gemacht, Deru, mit deinen Bronzehaubitzen. 153 Kills. Ja, gut, du warst ja das Meat Shield. Genau, dafür, ich war das Meat Shield und hab trotzdem 82 Kills gemacht. Ja. Und Steppenwolf 412 noch mit am zweitmeisten Kills, aber ansonsten haben wir die ganz, ganz gut fertig gemacht. Also das sagt nie sehr viel, weil man ja wirklich sehen muss, wer welche Aufgaben hat. Wenn man halt Kraftfokus zum Beispiel als Dragoner, kann man nicht so viel killen Kill. Oder so. Ne? Also das ist halt immer. Ja, Leute haben es ja sehen können. Genau. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel auch mal die Bevölkerung, Militäreinheiten der verschiedenen Leute. Das ist auch immer ganz interessant. Da können wir mal in die Teamstatistik schauen. Und da sehen wir dann immer die Matchups hier, dass wir am Anfang eben die ganze Zeit unterlegen waren. Der Feind hatte mehr Truppen. Und hier waren wir dann ziemlich gleich auf mit der Militärbevölkerung. Hier hatte der Feind mal mehr, hier hatten wir mehr und hier hatten wir auch mehr. Also haben wir hier dann die letzten Matches ganz klar gewonnen. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es jetzt leider schon zu einer früheren Aufgabe des Gegners kam. Aber wir waren, denke ich, ganz gut überlegen. Und ja, wenn ihr öfter mal auch so Szenarios sehen wollt und nicht nur normale Age of Empires 3 Spiele oder Kolos, dann schreibt das gerne auch mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.